Hallöchen! Hallo, hallo, hallo! So, ich hoffe, ihr hört mich gut. So, ihr Lieben, es ist Dienstag, 21 Uhr. Und ich freue mich so, dass ich heute meine neue Serie Partylight Roulette mit euch gemeinsam verbringen kann. Und ich habe ganz, ganz liebe Gäste mit am Start. Ich habe schon ein bisschen Werbung dafür gemacht. Und ich sehe auch, dass schon die liebe Zainab. Wir lassen uns jetzt einfach noch ein bisschen Zeit, nach und nach die Mädels dazuzunehmen. Hallöchen, herzlich willkommen. So, dann schauen wir doch mal. Wie geht's dir? Gut, rein und selber. Ja, ich bin sehr gespannt, was heute hier passiert. Ich schau mal gerade. Es fehlt jetzt noch die Mandy und die Melanie. Also es hat hier jemand eine Anfrage gestellt, den ich nicht kenne. Da ist die Mandy. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Nina, ich freue mich. Sehr schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. So, jetzt warten wir noch auf die vierte im Bunde. Wo ist Melanie? Also gesehen habe ich ihren Namen schon. Ja, ich lade sie mal ein. So. Hallo. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass das geklappt hat mit uns. Ich freue mich so sehr, heute auf unseren ersten Teil des Partylight Roulette. Und ich finde es echt super, super, super schön, dass wir das heute gemeinsam machen. ja, ich wollte mit euch erstmal auf dieses besondere Event anstoßen. Habt ihr denn was Prickelndes für euch griffbereit? Orangina, oh, stilgerecht, Mandy, stilgerecht. Ja. Da bin ich mit Erinnerungen. Ja, schön. Dann würde ich sagen, Prost, Mädels. Auf eine Stunde. Mandy, cool. Ja, da habe ich gerade aus dem Schrank geholt. Schön. So, es sind auch schon einige live. Es sind schon einige Zuschauer dabei. Das freut mich riesig. Ich hätte jetzt normalerweise gesagt, wir warten noch ein Minütchen, aber ich glaube, wir sind ganz gut besetzt. Ja, warum habe ich mir gedacht, dass ich diese Runde hier ins Leben rufe? Ich finde es super schön und auch super wichtig, wie eine Weltfirma, wie unsere Partylight-Firma, dass sich wir Berater einfach regelmäßig vorstellen, uns austauschen, auch vor einer Kamera. Ja, dass es ein Kennenlernen gibt mit den Zuschauern, weil wir halt aktuell natürlich auch gar nicht so viel live im Wohnzimmer sind, sondern unsere Hauptarbeit ist eigentlich hier live und im virtuellen Rahmen, meistens ja auf Insta, vielleicht auch noch auf Facebook und ab und zu auf TikTok. Und von daher freue ich mich ganz, ganz doll. Also ich sehe auch, ihr habt es euch total gemütlich gemacht. Also ich bin draußen. ich habe dann doch ein Deckchen auf dem Schoß und die dicken Schuhe an, aber es ist eigentlich super schön gemütlich. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einer klassischen Vorstellungsrunde an. Liebe Mandy, vielleicht möchtest du anfangen. Du bist hier direkt bei mir im Bild. Ja, gerne. Ja, also ich bin Mandy Steinhäuser. Mittlerweile nennen mich hier so alle auch nur noch die Kerzen-Mandy. Und ich bin über 12 Jahre mittlerweile schon dabei. Also schon eine ziemlich lange Zeit. Also es macht auch immer noch riesigen Spaß. Und ich bin dreifache Mama, ich bin verheiratet
Und ja, Partylight passt einfach ja super in mein Leben, auch als Mama. Also man kann das alles wirklich super integrieren und ja, managen. Ne? Also ich glaube, ihr seid, glaube ich, auch alle Mamas, ne? Homeschooling im Moment. Da ist es schon recht praktisch, wenn man am Tag Zeit für die lieben Kinder hat. Ja, ich bin ja eigentlich nur Beraterin geworden, weil damals meine Beraterin, die ich hatte, ja weggezogen ist. Es war so kurz vor Weihnachten und ja, wenn man erstmal ne, mit dem Partylight-Virus infiziert ist, braucht man Nachschub und ja, ich war out of Kerzen und dann hat mein lieber Mann zu mir gesagt, du hast so viel davon schon hier rumstehen und kennst den Katalog immer in- und auswendig, warum machst du das nicht alleine? Naja, und dann habe ich damals einfach den Schritt gewagt und habe es versucht. Habe damals wirklich erst gedacht, naja, machst mal so ein bisschen was nebenher. Und aus so ein bisschen nebenher wurde dann jetzt doch was Großes, Schönes. Ja. Sehr schön, sehr schön. Also das Warum machen wir nachher mal noch. Ich glaube, da gibt es auch noch ganz viel dazu zu sagen. Melanie, stell du dich mal noch ganz kurz vor. Sehr gerne. Also mein Name ist Melanie, ich bin fast 39 Jahre alt und komme aus dem Ruhrgebiet. Deshalb auch, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ich trinke tatsächlich ruhrgebietstypisch ein Bier. Das musste einfach sein. Alles andere wäre nicht ich gewesen. genau. Und ich bin seit genau 9 Jahren bei Partylight. Also ich habe gestern 9-jähriges Jubiläum gehabt und bin eingestiegen in der Elternzeit. Also ich habe 2 kleine Töchter von 11 und 9 Jahren und ja. Sehr schön. So, bitte sag mir nochmal ganz genau, ich vergesse immer, wie man so richtig deinen Namen ausspricht. Zainab? Zainab. War das richtig? Zainab. Zeynep, okay. Ah, gut, dann los, ich bin gespannt. So, ich bin die Zeynep Eigen. Ich bin 39, also noch 39 Jahre alt, zweifach Mama und bin seit Juni 2018 bei Partylight. Und Partylight einfach, weil ich Duftkerzen mag und auch total fasziniert von den Accessoires bin. Und wie ich dazu kam und warum, das machen wir ja nachher. Genau. Ja, ich stelle mich auch noch ganz kurz vor. Also ich bin die Kim. Ich werde 38 Jahre alt und bin Mama von 3 kleinen Jungs. Ich bin jetzt seit Ende 2016 dabei. Also es sind 4 Jahre. Und ja, ich komme aus dem Saarland und freue mich wirklich über diese Runde, die wir hier heute haben. Ich kann es eigentlich gar nicht richtig in Worte fassen, wie schön ich das finde, dass ihr das mit mir macht. Gut, Mandy, du hast eben schon angefangen. Ich meine, ich glaube, auch wenn wir alle Mamis sind, ja, ist es doch so, dass jeder, glaube ich, ein anderes Warum hat, oder? Kurze Frage noch vorher. Habt ihr noch einen Hauptjob? Nicht erzähl mehr. Mal, was machst du? Meinst du mich jetzt, Kim? Ja. Mhm. Also ich bin Systemadministratorin in einer größeren Firma und bin im Sommer 2018 nur noch Teilzeit beschäftigt. Und das ist auch der Grund, warum ich dann bei Partylight eingestiegen bin. Weil ich von dem Hauptjob, von dem Vollzeitjob auf Teilzeit umgestiegen bin. Wie viele Stunden machst du jetzt noch? 20 Stunden die Woche. Ah ja, super, super. Und Melanie, du nix, ist das bei dir genauso? Nein, ich bin tatsächlich nicht mehr hauptjobmäßig unterwegs. Ich habe, ich glaube, nachdem ich knapp 2 oder 3 Jahre bei Partylight war, meinen Hauptjob aufgegeben. Wow, wow, cool. Ein anderer Hintergrund, der dann mit meinem Warum zusammenhängt, von daher gleich. Okay, okay. Mandy, erzähl was. Ich bin noch Neugeborenenfotografin, bin da aber auch selbstständig und ja, das ist halt auch so eine Arbeit fürs Herz, die ich auch eigentlich gar nicht hergeben mag. aber es ist eben jetzt so, durch Corona gibt es da natürlich für mich auch die Einschränkungen, weil das ja ja eine körpernahes Arbeiten ist und ja, dadurch ist so ab Dezember auch nur recht wenig los und deswegen bin ich halt im Moment ganz froh, dass ich Partylight habe.
Also, ja, also ich bin ja auch nicht mehr arbeitstechnisch unterwegs, was halt mein persönliches Warum ist. Also ich fange da mal gerade damit an. Ich bin eigentlich gelernte Steuerfachangestellte. Ich erzähle das immer wieder gerne. Aber es ist so, dass das ein Job ist, ein Beruf ist, den ich mir nicht selbst eigentlich ausgesucht habe, sondern das war ein Job, wo mein Daddy gesagt hat, geh dahin, da bist du gut unter, das ist ein solider Beruf. Steuern muss man immer bezahlen. Ja, ich merke es. Ja, muss man immer bezahlen und zwar reichlich. Aber es war halt nie etwas, was mir so richtig viel Spaß gemacht hat. Und durch meine drei Kinder war ich dann ja fast 10 Jahre jetzt aus diesem Beruf letztendlich auch draußen. Aber wie das dritte Kind auf der Welt war halt für mich die Frage, was tun? Gehe ich nach 1, 2 oder 3 Jahren wieder arbeiten? Möchte ich das überhaupt, wieder dorthin zurückzugehen? Und habe dann ja gedacht, ich mache das mit Partylight, weil eine liebe Freundin von mir aufgehört hatte, die auch bei mir im Ort ist. Und ich habe mir das dann noch eine Zeit lang angeguckt und natürlich war ich auch schon sehr, sehr lang mit diesem Virus infiziert. Ich war immer eine gute Kundin, eine gute Gastgeberin gewesen. Aber ich habe mir dann gedacht, komm, ich probiere das jetzt mal. In der Elternzeit, ja, es war das letzte Jahr Elternzeit, habe ich gedacht, ich habe jetzt 1 Jahr Zeit, ich persönlich gebe mir 1 Jahr Zeit, auszuprobieren, wie Partylight in mein Leben passt. Wie kriege ich es organisiert? Ich meine, wir konnten da ja auch noch vor Ort Partys machen. Wie kommt mein Mann damit klar, mit 3 Kindern zu Hause zu sein? Auch das war ein Experiment. Und letztendlich bin ich so unendlich dankbar, weil ich nämlich nach diesem einen Jahr auch gekündigt habe. Ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr zurückgehen. Ich möchte das machen, was ich gerne machen möchte und mir meine Zeit frei einteilen. Und von daher bin ich unendlich dankbar, dass ich überhaupt diese Chance für mich entdeckt habe, dass ich überhaupt diese Chance wahrgenommen habe. Weil ich weiß nicht, ob das bei euch genauso war. Ich bin ein unheimlich skeptischer Mensch. Ich habe erstmal sehr, sehr lange das Schlechte gesucht. Ja, man sucht immer irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Und bin dann auch wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Aber Melanie, erzähl mal bei dir. Interessiert mich brennend. Ja, also wie gesagt, ich bin bei Partylight eingestiegen. Da war meine zweite Tochter 2,5 Monate alt. Also ich hatte noch ein kleines Baby und ein 2-jähriges Kind zu Hause. Und ich bin also von der ersten Elternzeit direkt in die zweite Elternzeit gerutscht auch und wollte aber irgendwie auch wieder ein bisschen rauskommen und ein bisschen, ich sage immer gerne, Kontakt zu Erwachsenen haben. Und habe das dann einfach mal gewagt. Also ich war vorher schon immer, ihr kennt das, Gastgeberin und verliebt in die Sachen und wollte vor allem aber auch unbedingt mein eigenes Ding irgendwie machen. Also ich habe tatsächlich in meinem Berufsleben immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, nicht dazu zu gehören. So ein bisschen anders zu sein und irgendwie mich nicht so einbringen zu können, wie ich möchte. Genau, und dann habe ich das so ein bisschen einfach als Chance genutzt. Ich konnte eh nicht ins Büro, also habe ich das gemacht und habe es halt einfach mal ausprobiert. Und ich sage immer, aus diesem Ausprobieren ist heute halt eben so eine kleine bis mittelschwere Leidenschaft geworden. Genau. Im Laufe der Jahre dann hat sich herausgestellt, dass meine Tochter, die damals 2,5 Monate alt war, mit einer schweren Behinderung leben wird. Und voraussichtlich kein selbstständiges Leben führen kann. Das hat natürlich unser Leben dann erstmal nochmal um 180 Grad gedreht und ich hatte noch einen weiteren großen, starken Grund, weshalb ich mehr Flexibilität brauchte und umso weniger zurück ins Büro wollte, in diese starren Zeiten und mit Menschen arbeiten, die nicht so wirklich Verständnis für mich haben, ehrlich gesagt. Und ja, also habe ich dann angefangen, erst recht Gas zu geben. Und habe dann ein Jahr später meine Teilzeitbeschäftigung im Büro aufgegeben und bin kurz danach dann eben auch Leader geworden. Und das ist bis heute mein Warum, weil das meiner ganzen Familie einfach auch die Flexibilität gibt, die wir alle brauchen. Also es geht nicht mehr nur um mich, sondern es geht um meine ganze Familie. Ne? Das ist, ich habe auch noch eine größere Tochter, ich habe noch einen Mann und einen Ehepartner und habe aber halt eben auch ein Kind, das ich ein bisschen mehr pflegen muss. Und da brauche ich einfach Prio 1.
Mega, ein mega Warum, Mandy. Man hat es hier an den Herzen gesehen. Ich finde es so schön, dass du das auch mit uns teilst, muss ich wirklich sagen, weil viele Menschen kriegen Partylight vorgestellt, aber viele Menschen wollen nicht über ihr persönliches Warum reden, weil ich glaube, dass jeder ein persönliches Warum braucht, um aus seiner persönlichen Komfortzone rauszukommen. Und ganz viele Menschen sagen sich nur, ich mache das jetzt mal, aber haben eigentlich keinen richtigen Grund dazu. Es fehlt ihnen die Motivation. Und ich finde es so mega, wie du das jetzt erzählt hast, weil deine Motivation, das hat sich jetzt ganz klar rausgestellt. Ja? Mandy, erzähl. Ja, ich habe ja vorhin schon mal kurz angefangen. Also der eigentliche Grund war bei mir damals wirklich, dass meine Beraterin weggezogen ist, um überhaupt mal drüber nachzudenken. Und meine Tochter, die ja jetzt große, die war damals auch gerade noch Baby, also kurz davor, ein Jahr zu werden. Und ich habe gedacht, naja, was hast du zu verlieren? Fängst du einfach mal an. Ich war zu dem Zeitpunkt noch Bankkauffrau, also ähnlich so wie bei dir. Es hat mir damals auch eigentlich viel Spaß gemacht, aber so das Mama-Sein hat mich dann auch sehr verändert. Dann kam Kind Nummer 2 und Kind Nummer 3 und irgendwann stand dann für mich einfach auch fest, ja, dass ich irgendwie dann doch nicht mehr zurück möchte in die Bank. Ich hatte dann nebenbei mit der Neugeborenenfotografie auch angefangen und ja, habe mich dann einfach selbstständig gemacht. Also das war dann so der Punkt. Und ja, als dann meine Kinder nachher so ein bisschen größer waren, war das dann einfach nachher auch so die Motivation. Ich möchte nicht nur eine Selbstständigkeit haben, auf der ich mich, ich sag mal, ausruhe, wenn es dann doch nicht mal läuft oder so, ne? Und ja, habe mich dann eben auch so richtig ins Partylight-Leben gestürzt. Also habe dann eigentlich nachher erst so richtig losgelegt und bin vor 3,5 Jahren auch Leader geworden. Und ja, mittlerweile ist das für mich einfach auch eine super Möglichkeit, ne? Kinder, Familie und einfach alles so ein bisschen schön zu gestalten. Und es passt einfach super in mein Leben. Und die Kerzen lieben wir ja auch alle, ne? Also wir haben ja auch alle was Gutes davon. Ja. Definitiv. Zeynep, bitte erzähl uns von dir und deinem Warum. Gerne. Zuerst einmal, wie bin ich zur Partylight gekommen? Ich wurde von meiner Friseurin damals zu einer Kerzenparty in ihrem Friseursalon eingeladen. Also sie hat es dort gemacht, um einfach viel mehr Leute zu erreichen. Sie war total begeistert von den Kerzen und von den Accessoires und hat mich dann eingeladen. Und da hat er nur gesagt, guck's dir an, du musst es nicht holen, wenn es dir gefällt, schlägst du zu. Und ich muss sagen, ich habe schon immer Kerzen gemocht, als dann meine Kinder auf die Welt gekommen sind. Meine Große, die ist jetzt mittlerweile 13 Jahre alt, die hat halt gern mit Sachen rumgespielt und da hatte ich halt große Angst, da sind dann alle Kerzen weggekommen. Das waren natürlich No-Name-Kerzen, das hat mir dann nicht so wehgetan. Und als ich dann gehört habe, Duftkerzen, ja, das magst du doch so sehr, guck's dir an. Und da bin ich hin, ich war hin und weg, ich war total fasziniert, aber auch skeptisch. Ich habe es davor nicht gekannt, angeschaut, habe aber dennoch für 90 Euro bestellt, was meine Gastgeberin sehr erfreulich fand natürlich. Und das Gute an dem Abend, und da bin ich so eine Person, die dann denkt, das war ein Zeichen oder das musste einfach so sein. Die damalige Gastgeberin, meine Leaderin, die liebe Alex Lutz, die hat dann so ein Dreidochglas-Maulbeere ausgelost unter den ganzen Gästen, die an dem Tag dort waren, genau. Und wir waren wirklich, glaube ich, 15 Personen oder so und das Los entschieden und ich habe die Kerze gewonnen. Ich war natürlich mega glücklich, nur die Beraterin, die wollte eigentlich, dass die Angestellte von meiner Friseurin die Kerze gewinnt, weil sie ein herzenslieber Mensch ist, aber das Schicksal wollte mich. Ich habe die Kerze daheim gehabt, habe sie, ich glaube, 2 Wochen auf dem Esstisch stehen gehabt. Keiner durfte die Kerze anfassen. Ich habe mich nicht getraut, sie anzuzünden, weil ich mir gedacht habe, oh, das ist so ein tolles Produkt und das hebst du dir auf für was Besonderes. Und irgendwann mal kam mein Mann und hat gesagt, weißt du was, wenn du die Kerze jetzt nicht anzündest, dann kommt sie weg. Ich mach die Kerze
Wirklich, also wir leben auf 2 Etagen. Das komplette Haus hat danach gerochen. Und dann habe ich mir gedacht, wow, so ein tolles und wirklich hält, was es verspricht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Wenn du ein Produkt hast, mit dem du dich identifizieren kannst und auch sagen kannst, ja, es hält, was es verspricht, dann machst du das. Und mein persönliches Warum? Ich bin jetzt mittlerweile fast 20 Jahre in einer Firma tätig. Den Namen nenne ich hier jetzt lieber nicht. Und ich liebe diese Marke, also in meinem Herz schlagen 2 Marken, einmal die Marke von der Firma, wo ich halt arbeite, und einmal Partylight. Und da möchte ich nicht so schnell weg, solange die mich noch haben wollen. Und ich war schon immer Vollzeit tätig, auch nach den Kindern habe ich mich dazu entschlossen, Vollzeit wieder arbeiten zu gehen, weil wir einfach das Geld, das heißt, wir hatten halt einen bestimmten Standard und den wollten wir halt nicht einfach so hergeben. Und deswegen die Entscheidung, Vollzeit wieder arbeiten zu gehen. Und nach meinem 2. Kind bin ich dann an einen Chef geraten, der nicht so nett war und auch kein Verständnis hatte, so wie es ja die Melanie gesagt hat. Es gibt halt Leute, die haben kein Verständnis für Damen, die halt Kinder haben und sagen, Moment, meine Kinder gehen vor, mein privates Leben geht auch vor, das habe ich auch noch und da würde ich gern auch ein bisschen was machen. Und ich habe dann zu einer Zeit Kollegin damals vertreten. Sie war fast ein halbes Jahr immer wieder mal krank, auch längere Zeit krank, nicht im Unternehmen, und ich habe sie fast zu 100% vertreten. Also war ich 6 Monaten fix und fertig mit den Nerven. Und als es dann zum Mitarbeitergespräch kam und mein Vorgesetzter zu mir gesagt hat, meine Leistungen seien schwankend, da habe ich mir dann gedacht, holla, du hast jetzt hier wirklich dein Bobbes aufgerissen, alles gemacht und getan, hast so gesehen für 2 Leute gearbeitet und dann kriegst du das als Antwort im Mitarbeitergespräch. Dann habe ich mir gedacht, so, Handbremse ziehen, überleg dir was. Und ich habe jetzt eine Dame im Team, die liebe Nadja, die hat, die war dann damals mit ihrem 2. Kind schwanger und hatte einen Teilzeitjob und die ist dann zu mir hergekommen und hat gesagt, du Zeynep, du machst dich fertig, mach das nicht, entscheide dich für etwas, was dir gut tut. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist es. Wenn die Nadja dann geht und mir die Option gibt, mich schon vorher zu informieren, dass ich auf Teilzeit wechseln kann, dann machst du das. Und du warst bei der tollen Party, warst ja so begeistert von dir, rufst jetzt die Alex an und schreibst bei Partylight. Und das ist und ich bin total glücklich damit. Also ich bereue es wirklich keinen Tag. Natürlich hat jeder ein Auf und ein Ab, aber ich bin total partyleid und bin sehr froh über diese Entscheidung. Schön, schön. Also das hört sich alles richtig, richtig gut an. Was du halt noch gesagt hast, was mich persönlich interessiert, das möchte ich jetzt so ein bisschen aufgreifen. Du hast gesagt, du hast aber auch Partyleid gemacht, damit ihr euren, oder du machst Partyleid, damit ihr euren Lebensstandard halten könnt, ja? Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, wir sind ja hier unter uns, ja, was habt ihr euch mit eurer allerersten Provision gegönnt oder mit eurem größeren Provisionscheck gegönnt, wo ihr wirklich sagen könnt, das habe ich mir gekauft durch Partylight. Könnt ihr mir das verraten? Melanie, fang mal an. Also jetzt nicht unbedingt allererster Provisionscheck, das hat sich alles so ein bisschen hingezogen, aber ich habe, ihr könnt euch vorstellen, wir haben beispielsweise in unserer Familiensituation Schwierigkeiten, ordentlich Urlaub zu machen. Es gibt Möglichkeiten, aber die sind dann auch mit allen Bedingungen, sodass wir auch alle was vom Urlaub haben, relativ kostspielig. Aha. Und ich habe mir dann irgendwann mal vorgenommen, nach einer Nationalkonferenz, Traumreise hin oder her, hilft uns jetzt in unserer Konstellation nicht so richtig. Ich gucke einfach, dass ich mir meine Traumreise beziehungsweise unsere Familientraumreise, die auf unsere Bedürfnisse passt, selbst zusammenspare. Und dann habe ich mir einfach wirklich runtergebrochen, was muss ich jetzt, so, wenn ich 12 Monate mir vornehme, was muss ich jeden Monat unbedingt an Provision haben, und habe mir auch direkt ganz konsequent so einen Dauerauftrag eingerichtet. Ne? So einfach davon ausgegangen, das klappt und ich muss jetzt halt dafür sorgen, dass das Konto voll genug ist. Und es hat geklappt. Und wir sind dann tatsächlich in unser Traumziel gefahren, mit
entsprechender Kinderbetreuung, wo das geklappt hat und wo ich nicht kochen brauchte und mich voll auf die Kinder und so weiter konzentrieren konnte. Und das war ja für uns so ein ganz wichtiger Moment. Und also das war vollständig Partyleid bezahlt, von vorne bis hinten, alles. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, ja. Ja, mega. Aber siehst du, das finde ich halt auch, das sage ich auch zu meinen Mädels, meinem Team immer, ihr habt jeder ein unterschiedliches Warum. Der eine für das Luxusgut, der andere, um sich den Familienurlaub zu leisten. Ganz konsequent wirklich das Partyleitgeld mal wegzumachen, weil ich glaube, man vergisst auch, wie viel man wirklich über so einen gewissen Zeitraum verdient hat. Und Mandy, erzähl mal, wie ist es bei dir? Hast du etwas, wo du direkt sagen kannst, ja, das habe ich mir von meinem Partyleitgeld gekauft, oder war das auch so ein Ansparen für irgendwas? Also, ich glaube, mein allererstes Geld habe ich tatsächlich in Kerzen umgesetzt. Aber als ich dann nachher so ja richtig losgelegt habe, da war ich auf einer Thermomix-Party und habe mich direkt in den Thermomix verliebt und ich habe ihn danach direkt bestellt. Und es war einfach so, dass ich gesagt habe, okay, das Geld, was ich jetzt in den nächsten Monaten verdiene, das wird der Thermomix. Und ja, das habe ich dann auch ziemlich schnell dann nachher geschafft. Und das war für mich so, als ich dann, ich musste damals noch 3 Monate drauf warten, als ich ihn dann in meiner Küche stehen hatte, dann wusste ich so, yeah, den hast du dir jetzt mal ganz alleine gegönnt. Ja, und danach sind es dann einfach auch so wie bei Melanie die Familienurlaube geworden. Also wir sind dann irgendwann auch wieder, ja, gerne mal weggeflogen und mit, ne, 5 Personen, 3 Kinder, das ist natürlich nicht günstig. Und ja, dann war es einfach immer der schöne Familienurlaub jedes Jahr. Und ja, das ist einfach so ein Luxus, den man sich dann eben wirklich auch gönnen kann. Ne? Sonst würde man darauf verzichten wahrscheinlich. Ja. Zeynep, wie ist es bei dir? Bei mir ist es ja so, ich habe zuerst geschaut, dass ich einfach diese Differenz auffülle von Vollzeit auf Teilzeit. Und nachdem es dann überschritten war, habe ich mir halt hin und wieder mal was gegönnt, sei es statt ein Paar Schuhe, zwei Paar Schuhe, sei es mal ein Tischchen mehr oder so. Und dann, ah nee, du brauchst ein Ziel. Und seitdem ich mein Führerschein will, eigentlich ein Cabrio zu fahren, und keiner in der Bekanntschaft, Verwandtschaft, Freundschaft hat ein Cabrio, und es war mein Traum, und den habe ich mir verwirklicht. Das war letztes Jahr im November. Geld gespart. Es ist jetzt keine Luxuskarre, es ist ein Gebrauch, aber es tut seinen Zweck. Es hat einfach kein Dach, es ist ein Cabrio. Habe jetzt niemanden anpumpen müssen, ich habe nicht zur Bank gehen müssen, ich habe auch nicht die Haushaltskasse belasten müssen. Von daher bin ich ganz stolz. Super, mega. Also ich musste eben ein bisschen lachen, Mandy, weil tatsächlich war es so, von meinen ersten Provisionen habe ich mir genau das gleiche Küchengerät gegönnt. Ja, heute würde ich das zwar, glaube ich, nicht mehr machen, mir ein Küchengerät zu gönnen, aber in dem Moment war ich ganz froh. Aber was mir persönlich auch sehr, ja, wahrscheinlich immer in meinem Gedächtnis bleiben wird, war 2000. 19 die Partyleitreise nach Sizilien, und wir durften nach Palermo, und ich habe da einen sehr luxuriösen Shop gefunden und war mit meiner damaligen Zimmergenossin dort shoppen. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ich habe mir eine Tasche und einen Schal gekauft und habe dann wirklich abends in meinem Zimmer gesessen und habe gedacht, oh Gott, was sagt nur dein Mann dazu? Und hab, nee, diesen Einkauf habe ich mir verdient. Diesen Einkauf habe ich mir verdient. Und weißt du, jedes Mal, wenn ich diese Tasche ausführe oder diesen Schal trage, muss ich genau daran denken, an diesen tollen Partyleiturlaub, an diese Situation, wie es uns da gegangen ist. Wir kamen uns vor wie die Weltstars schlechthin, ja. Robbie Williams war nichts dagegen, Mandy. So haben wir uns gefühlt, ja. Und das ist einfach als Mami, wo du ja auch schon viel zu Hause bist und dich mit den Kindern um
Bewerbung gibst, war das ein unheimlich tolles Gefühl zu sagen, du gönnst dir das jetzt einfach mal, weil du auch selbst dafür arbeitest. Aber bei uns ist es auch so, dass die Familiensommerurlaube auf mein Konto gehen. Die Kinder finden das ganz toll. Ich fand das auch ganz wichtig, dass die das visualisieren können, dass die Mami dafür arbeitet. Und bin auch da wirklich unheimlich dankbar. Also bei uns nicht nur das Stück Luxus, sondern halt auch für mich ein Stück Selbstwertgefühl zurück nach 9 Jahren, wo ich eigentlich ja nur ein bisschen Elterngeld bekommen habe und ansonsten ja eigentlich gar nichts dazu beitragen konnte, wirklich zu sagen, ja, ich kann jetzt wieder was dabei steuern. Ja. Von daher sehr, sehr cool. Gut, dann hätte ich dann doch noch eine Frage. Also das fand ich schon mal sehr, sehr schön. Wärt ihr denn auch so frei und würdet mir euer peinlichstes Partyleiterlebnis sagen? Also wo ihr wirklich im Nachhinein drüber so lachen müsst oder wo ihr wirklich sagt, oh mein Gott, wie peinlich war das denn? Ja? Habt ihr da was? Also ich habe da ganz, ganz viele Sachen. Und würde mich freuen, wenn wir drüber reden können. Mandy, fängst du an? Überleg jetzt gerade. Weißt du, bin nur ich diejenige, die so peinliche Momente hat? Jetzt enttäusch mich nicht. Ich muss noch überlegen. Melanie überlegt auch noch. Ich habe mal, was mir schon ab und an mal passiert ist, peinlicherweise tatsächlich ist, dass ich nicht genügend Bestellschein dabei hatte. Okay, aber gut. Und einmal hatte ich wirklich den Worst Case, ich weiß nicht warum, da habe ich meine ganze Vorführtasche alles dabei gehabt. Aber was mir fehlte, war die kleinere Tasche, wo alles andere drin war. Also kein Katalog, keinen einzigen Bestellschein, keine Stifte, keine Angebotsflyer, null, nichts. Und ich hatte auch niemanden, der mir das mal eben bringen konnte. Und ich war auch nicht mal eben um die Ecke, um das zu holen. Und es waren natürlich ausschließlich ältere Kunden. Also jetzt so ganz spontan bitte Handy rausholen und man war schwer. Ja. Lehrgeld. Ja, aber das ist mir auch schon passiert, definitiv. Zeynep, was ist mit dir? Ich überlege gerade, aber mir fällt jetzt so spontan nicht ein. Nein? Okay, dann erzähle ich euch was. Wir sind ja unter uns. Ja? Also es ist schon ein bisschen länger her, aber das war tatsächlich so, dass ich auf einer Party, habe irgendwie immer den Tick, dass ich, wenn ich mich zu meiner Angebotstasche beuge, ja, dass ich nie irgendwie meinen Kunden gerne meinen Hinterteil zeigen möchte, sondern ich gehe dann immer andersrum, weil ich das sonst unhöflich finde. Und die Party hatte gerade angefangen und ich habe alles aus der Tasche rausgenommen und habe dann nur gemeint, ach du meine Güte. Und da ist mir bei Partybeginn die Jeanshose geplatzt, ja. Schön hinten entlang. Und nein, ich hatte keinen langen Pulli an, den ich hätte irgendwie noch weiter runterzippeln können. Das war, glaube ich, die längste Party meines Lebens gewesen. Und auch ein Erlebnis, was ich niemals vergessen werde. Das war schon für mich im Nachhinein wirklich sehr, sehr peinlich. Gut, also, aber ich merke, ihr seid mehr vorbereitet. Mandy, hast du noch was gefunden? Es war nicht peinlich, aber es war auch so eine Party, an die ich mich immer erinnern werde. Es war eine Sommerparty, ich bin bei meiner Gastgeberin angekommen und es waren dunkle Gewitterwolken am Himmel. Und dann haben wir mal so in den Wetterbericht geguckt, gehen wir rein, bleiben wir draußen? Also, sie hatte alles für draußen vorbereitet, nee, wir bleiben draußen. Dann fing es an zu regnen, während ich beim Auspacken war. Dann haben wir angefangen, ein paar Sachen reinzutragen. Dann hieß es, nein, wir gehen doch wieder raus. Also sind wir wieder raus. Und dann haben wir tatsächlich draußen alles fertig gemacht. Dann trudelten alle Gäste ein. Und so nach einer halben Stunde fing es tatsächlich an, es zu nieseln. Dann so richtig doll zu regnen. Und es hat nachher einfach geschüttet. Alle standen
oder alle saßen in diesem kleinen Pavillon und ich stand so am Rand und ich habe dann immer meine Sachen gezeigt. Mein ganzes Hinterteil war auch komplett nass und vorne war ich trocken, hinten war ich nass und ja, das war, also das war so eine Party, an die ja, erinnere ich mich auch immer noch. Schön, schön, sehr, sehr schön. Gut, was mich auch noch interessieren würde, habt ihr denn Pläne für eure weitere Partylight-Zukunft oder sagt ihr, das, was ich bisher erreicht habe, möchte ich eigentlich nur halten? Melanie, vielleicht möchtest du anfangen? Du hast ja eben schon selbst gesagt, du hast schon ein Team, ja? Also bist du Unit Leader oder SOL? Genau, Unit Leader. Also ist das die zweite Karrierestufe, sagen wir es mal so. Und das ist die erste Karrierestufe. Die erste, genau. Ja, ich, mein Ziel ist auf jeden Fall durchaus zu halten. In erster Linie versuche ich mich darauf zu fokussieren, dass was ich jetzt habe an Teammitgliedern, mit denen eine gute Zeit zu haben. Und ich möchte aber gerne dem einen oder anderen aus meinem Team beim Wachsen helfen, ja. Doch, also das ist so mein Ziel. Ich möchte gerne, dass die das, was ich schon empfunden habe oder das, was ich erreicht habe, auch spüren können und auch, ja, genau. Also ich möchte ihnen dabei helfen. Weil ich finde, irgendwie, man freut sich, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn die kleine Wettbewerbe oder so schaffen, das freut mich immer viel, viel mehr, als wenn ich das schaffe. Und da habe ich viel mehr Freude dran sogar noch. Das klingt jetzt, vielleicht glaubt mir vielleicht auch nicht jeder, aber ich habe auch keinen Grund, mir das auszudenken. Das ist einfach so. Ich freue mich viel, viel mehr für die, wenn die was schaffen. Und deshalb möchte ich unbedingt dabei mithelfen, dass der ein oder andere, der da Motivation hat, da einfach auch noch ein bisschen weiterkommt. Ja. Das ist aber das, was ich auch immer sage. Ich sehe uns wirklich als Chancengeber, ja. Einem wirklich die Chance zu geben, zu sagen, probier Partylight für dich aus. Guck, wohin der Weg dich führt, ja. Ist es halt so, dass du regelmäßig deine Bestellungen machst und in Anführungszeichen wirklich eine gute und solide Beraterin bist, dir dadurch dein Gehalt aufbessern kannst, deine Goodies, die du dir gönnen möchtest, oder ist es halt wirklich, dass du den Weg der Karriere nimmst? Bei Partylight hat man ja wirklich eine mega Chance, wirklich Karriere zu machen. Und das sind ja dann keine kleinen Brötchen, die man mehr backt, ja, sondern hier geht's ja dann schon richtig um einen Sprung nach oben. Und das ist alles in einer Firma möglich, ja. Also und für jeden möglich, ja. Das finde ich halt schon, hier gibt es keine Unterschiede, sondern man kann, jeder hat die gleiche Chance. Jeder hat die gleiche Chance zu sagen, ich werde erfolgreich und ich möchte mir etwas aufbauen. Mandy, du bist auch UL oder jetzt UL? Ja. Guck mal, du bist jetzt. Ja? Ich bin ja jetzt 3,5 Jahre schon Unit Leader und ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn der eine oder andere auch nochmal den Schritt wagt, noch ein bisschen weiter zu gehen. Und da bin ich natürlich auch gern dabei, ja, denjenigen zu unterstützen. Und ja, ich habe jetzt auch gerade zwei neue Teammitglieder dazu bekommen und da sind wir jetzt gerade am ja, Einarbeiten und die Startparty machen und ach, es macht einfach immer Spaß, wieder jemanden neu zu begleiten und zu motivieren und auch zu sehen, wie so die Freude und die Begeisterung da ist. Und wie du schon sagst, Chancengeber sein, also das ist schon schön, ja. Ja, und ich denke einfach auch, ja, es ist schon wichtig, dass man persönlich auch sich Ziele setzt, weil ohne Ziel irrt man irgendwie umher und weiß eigentlich gar nicht, was man eigentlich will. Und wenn man sich selbst so ein gewisses Ziel gesteckt hat, ja, ist einfach die Motivation ja auch viel größer, ne, dass man genau darauf hinarbeitet. Und diesen Weg,
auch gemeinsam zu gehen, ist ja viel schöner, wie wenn man diesen Weg alleine geht. Also du hattest zum Beispiel, Mandy, eben gesagt, du hast bei Partylight angefangen, weil deine Beraterin aufgehört hat, ja? Und ich sage halt ganz oft zu meinen Mädels, nehmt euch doch eine gute Freundin und geht diesen Weg gemeinsam. Ganz oft kommt im allerersten Moment erstmal der Konkurrenzgedanke. Oh ja, mit meiner besten Freundin nachher bin ich da in Konkurrenz. Aber nein, wieso geht man diesen Weg nicht zusammen? Ja, und kann sich Tipps geben, kann zu einem Meeting dann zusammengehen und wirklich tolle Ideen ausarbeiten als Team zusammen. Und dann ist doch diese Freude einfach doppelt so schön, wenn man sie halt teilen kann. Zeynep, wie ist es bei dir? Also ich bin ja erst seit Oktober 2020 Unit-Leaderin. Ich schaue mir das Ganze jetzt mal dieses Jahr an und würde mich natürlich freuen, wenn in meinem Team jemand auch den Status Unit Leader erreichen möchte. Und ich gucke dann natürlich, dass ich meine Leute so gut wie möglich motiviere, helfe, unterstütze. Und was ich noch zu dem Teamgedanken sage, Kim, wir haben zum Beispiel mit meiner Unit Leader, die ja jetzt Senior Unit Leader ist, dadurch, dass ich Unit Leader geworden bin, wir haben eine gemeinsame Gruppe. Also da sind ihre Teammitglieder, da sind meine Teammitglieder drin. Und es zeigt sich immer wieder, dass es richtig toll ist, wenn man eine größere Gemeinschaft hat. Der Austausch ist viel besser. Der eine kann an dem Punkt, der andere beim nächsten Punkt. Und es ist immer ganz toll, wenn man, wie du sagst, einfach die Freuden teilt, auch die Ängste und Sorgen teilt. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man da die Leute dann auch unterstützt und sagt, woran hängt es, was passt nicht, was oder wie kann ich dir helfen? Ja, gemeinsame Lösungen zu finden, geht ja auch viel schneller, wie wenn man das alleine macht. Ja. Von daher sehr schön. Aber jetzt haben wir wirklich fast eine Dreiviertelstunde gesprochen, ihr Lieben. Jetzt haben wir so viel von uns erzählt und von der tollen Firma. Aber was macht letztendlich auf einen Punkt gebracht die Firma Partylight für euch aus? Sind es die Produkte? Ist es die Zusammengehörigkeit, der Teamgedanke? Was ist es? Melanie? Ich starte mal. Achso. Ja, gerne, Mandy, gerne. Also ich bin ja nun schon sehr lange dabei und natürlich sind mir wirklich meine Kunden ans Herz gewachsen. Also es sind viele, die man schon so über lange Zeit begleitet. Also wo ich bei der Mama mit der Kerzenparty angefangen habe und mittlerweile haben die Töchter ihre eigenen Kerzenpartys. Das ist halt so schön. Und auch die Kollegen, also so in unserer Lineage ist der Zusammenhalt auch wirklich sehr groß. Und ja, nun haben wir schon 2 Jahre keine NatCon mehr, aber es wird ja hoffentlich wiederkommen. Alleine dort die Kollegen zu treffen, ist immer, also die NatCon ist immer so ein Ereignis gewesen, auch dass man so das ganze Jahr hinfiebert und sich dann einfach freut, alle wiederzusehen. Ja, wie so ein Familientreffen, sag ich mal. Und ja, so dieses ganze Miteinander, die Herzlichkeit, auch die Anerkennung. Ja, es ist einfach so das große Rundumpaket. Definitiv. Melanie, hast du was hinzuzufügen? Ich bin jetzt total hin und her gerissen, das auf einen Punkt zu bringen, weil mir fallen da auch tatsächlich einige Sachen. Also ein ganz großer Punkt ist definitiv auch meine Kunden beziehungsweise die Menschen, die das ganze Netzwerk, was sich darum aufgebaut hat, wie viel Vertrauen die in mich setzen, auch jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, dass die verrücktesten Dinge mit mir ausprobieren, einfach um an ihre Kerze zu kommen, um irgendwie doch Zeit mit mir oder mit ihren Freunden zu verbringen. Das Feedback, das da einfach kommt, das ist für mich was ganz Großartiges, weil genau das ist das, was ich vermisst habe in meinem vorher einfach. Ne? Das ist so bestätigt mein Warum einfach. Und die Firma Partylight ist für mich vor allem deshalb, dass ich selbstständig bin, eigenständig arbeiten kann, aber einen starken Partner im Rücken habe. Das heißt, ich habe alle Vorteile, die eine Selbstständigkeit mit sich bringt, aber ich bin nicht alleine.
Ich habe einfach ganz viel im Hintergrund, was für mich quasi schon aufgebaut ist. Bestes Beispiel ist der Online-Shop. Ne? Also das, ich bin selbstständig, meins, aber es ist trotzdem schon sehr gut vorbereitet und im Background läuft alles. Und das finde ich großartig. Ja. Ja. Also sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Zeynep, was ist los? Erzähl. Ich kann mich nur anschließen. Das haben die Damen ja schon genannt. Für mich halt ganz wichtig in erster Linie die Produkte und in zweiter Linie die zwischenmenschliche Beziehung, sei es mit den Teamkolleginnen, sei es mit den Kunden. Und es ist auch eine Bestätigung für einen selber, wenn man dann von den Kunden sieht, wie viel Vertrauen sie in einen haben. Wenn man das jetzt so ist, das in, ja, ach nur, ich vertraue dir voll und ganz. Und das ist ein echt tolles Gefühl, finde ich. Und das, die Bestätigung einfach, das, was man macht, gut macht, richtig macht und zur Zufriedenheit der anderen macht. Ja, also ihr habt wirklich, glaube ich, alles genannt, was man nur nennen kann. Natürlich hat man mit Partylight einen sehr, sehr starken Partner. Es wird alles mundgerecht vorgelegt. Wir haben einfach die weltbesten Produkte. Natürlich hat jeder von uns die weltbesten Kunden und die weltbesten Teams. Das ist selbstverständlich. Aber trotzdem finde ich es wirklich auch ein ganz, ganz großer und wichtiger Pluspunkt. Das sind und bleiben unsere Kerzen. Unsere Produkte. Also ich habe jetzt den Outdoor Flame draußen an. Das heißt, ich habe jetzt gerade keine Kerze zur Hand, die ich zeigen kann. Vielleicht hat sie von euch jemand. Wir haben einfach hier mit der Firma Partylight ein Produkt mit Alleinstellungsmerkmal. Ja, nennt mir einen anderen Direktvertrieb, die Kerzen in der Qualität und in der Duftvielfalt produzieren. Natürlich gibt es andere Direktvertriebe, die sich auch an Öle vertreiben, aber richtig Kerzen mit den Düften, mit dieser Vielfalt, ich kenne keinen. Und ein ganz, ganz großer Vorteil ist einfach, dass sich unsere Produkte verbrauchen. Ja, ich muss nicht immer auf der Suche sein nach neuen Kunden. Da freuen wir uns natürlich alle drüber. Aber es ist kein zwangsläufiges Muss. Denn für mich, finde ich, ist der große Vorteil, sie verbrauchen sich. Und ein Partylight-Liebhaber, der kommt immer wieder. Ja, wenn es ein tolles Angebot gibt oder wenn es irgendwas Neues gibt, dann möchte man doch den neuen Duft am liebsten gestern haben. Wir stecken jetzt alle gerade wieder in der Situation, dass es neue Düfte gibt. Und ich hätte die am liebsten letzte Woche schon bestellt und hätte sie am liebsten vor 2 Wochen schon gehabt. Ja, also wenn man diese Leidenschaft hat, dann ist es doch einfach, ja, das Schönste zu sagen, ich probiere es einfach aus und habe hier wirklich die allerbesten Voraussetzungen. Ja, und Melanie, du hast es eben gesagt, wir sind alle selbstständig und trotzdem hat man diesen Background hinten dran. Wir bekommen Schulungen. Ich hatte heute ein Einarbeitungsgespräch mit einem Mädel gehabt, die ist auch am Wochenende gestartet. Die hat mich wirklich gefragt, ob diese Einarbeitung etwas kostet. Ja, sie würde Direktvertriebe kennen, wo das kostet und wo die Schulungen was kosten. Ich war ganz entsetzt, weil ich sagte, wie? Natürlich ist das kostenlos. Ja, wir wollen ja, dass du gut bist und dass du dich gut auskennst. Und sie hat mich das wirklich gefragt. Und da habe ich gesagt, nein, du wirst von mir ganz kostenlos geschult und auch die Schulungen von Partylight sind ganz kostenlos. Und das zeigt mir dann wieder, dass das nicht überall so ist, ja. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir hier wirklich Produkte haben, mit denen wir uns alle richtig gut identifizieren können. Und ich glaube, da braucht man gar nicht groß weiter zu reden. Das haben wir alle, ob das unsere Accessoires sind oder ob das unsere Kerzen sind. Die sind einfach unser absolutes Herzstück. Gut. So, ich muss sagen, ich habe einen total trockenen Mund. Ich nippe die ganze Zeit nur, aber ich glaube, ich muss gleich mal hier richtig was trinken. Ich finde es so schön mit euch Mädels und ich könnte ewig so weiter plaudern und auch
Ich vermisse es wirklich auf eine Boost, auf einer NatCon, sich auszutauschen und die Menschen nochmal in den Arm zu nehmen. Wir haben zusammen gelacht und zusammen geweint und selbst wenn, ach Gott, es ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es heißt, unsere Liederklausur, dieses Liederklausur? Liederkonferenz. Ja, Liederkonferenz, genau, im April, da haben wir uns immer verabredet, um uns ja treffen zu können, um uns auszutauschen und haben zusammen zu Abend gegessen und es ist, ich vermisse es unheimlich und ich hoffe, dass das wirklich irgendwann wieder möglich sein wird, nicht nur das Zusammensein mit unseren Teams und mit unseren Kunden auf Partys, sondern auch das Miteinander mit der Firma. Und das ist wirklich etwas, was mir persönlich auch sehr fehlt. Und von daher fand ich das mega, dass wir uns heute, auch wenn wir nur zu viert sind, dass wir uns trotzdem sehen konnten und uns austauschen konnten. Habt ihr denn noch abschließend irgendwas zu ergänzen oder haben wir so ein bisschen das angesprochen, was euch auch auf dem Herzen lag? Alles gut. Gut, also, dann würde ich sagen... Ich freue mich, dass du uns eingeladen hast. War eine super Idee und ich find's vor allem auch toll, wir kennen uns ja, also wir haben uns ja, Kim, auf Sizilien damals, ne? Palermo. kennengelernt, aber wir anderen kennen uns ja noch nicht und ich finde das irgendwie toll, dass wir trotz aller, ich sag mal, Corona-Sachen, die im Moment nicht möglich sind, uns trotzdem über diese Social-Media-Wege dann jetzt trotzdem alle irgendwie kennenlernen und dann hoffentlich auch irgendwann eben mal in echt. Genau, dass wir uns irgendwann mal in den Arm nehmen können. Gut, also ich hoffe, ihr Lieben, die noch da draußen sind, ihr habt uns jetzt ein bisschen kennenlernen können. Für mich ist es wichtig, dass ihr die Firma etwas näher kennenlernen könnt, uns näher kennenlernen könnt. Und ich hoffe, wir konnten euch einfach so einen ganz kleinen Eindruck vermitteln. Ich weiß gar nicht, ob man meinen Fragrance Flame im Hintergrund noch so gut sieht, aber... für mich aktuell mein Produkt des Monats. Zeynep, wie ist es bei dir? Hast du noch ein Produkt, was du auf jeden Fall sagst, bis 30.04. ist das Must-Have? Ich habe dabei den Unwind, den werden die alten Hasen von Partylight, möchte ich jetzt sagen, kennen. Also den Duft, den ihr den wollt, auch bis Ende April zulegen. Weil sonst ist er dann nicht mehr da. Genau, genau so ist es. Und du hast auch hier das schöne Windlicht. Also das ist ja für mich ein Traum für den Sommertisch. Ja. Mandy, du hast es auch da stehen, oder? Ja, ich habe meins auch. Ja, also das ist einfach so schön. Das ist mega. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ist der aktuelle Preis? 53,40 €. 53,40 €. Und nur noch heute erhältlich. Nur noch heute erhältlich. Unsere Shops sind alle in unseren Bios drin. Ja. Melanie, was ist noch dein Produkt, wo du sagst, bis 30.04. muss man den unbedingt noch haben? Also ich bin ein ganz großer Fan vom Duft Bärige Vanille. Ich habe tatsächlich... kein Dreidoch-Duftwachsglas mehr da. Ich habe gerade noch gesucht. Und deshalb bin ich beispielsweise gleich noch die Erste, die sich noch mal schnell eins nachordert. Ich habe auch mir ein Lieblingsprodukt, allerdings ist inzwischen so dunkel geworden, dass man es gar nicht mehr sehen kann. Ich habe eine große Laterne im Hintergrund stehen. Soll ich sie mal näher holen? Oh ja, bitte. Die zeigt es mal noch. Ich trinke in der Zeit mal. Ja, mach das. Prost. Ach ja. Ah ja. Sehr oder spiegelt sich jetzt das Ringlicht ganz schön drin? Also ich mag die total gerne, weil die habe ich schon mehrere Jahre und ich habe sie immer draußen im Garten stehen im Sommer. Das heißt, die macht auch wirklich Wind und Wetter super schön mit. Und wenn es dann Winter wird, hole ich sie halt immer rein. Ne? Und ja, ich mag einfach diesen Farbeffekt. Jetzt spiegelt sich natürlich mein Ringlicht sehr schön da drin. Aber ansonsten, genau.
Ich mag das, weil die halt so wetterresistent ist und so schlicht einerseits ist. Ja, ich stelle sie mal hier wieder ab. Also das ist vor allem riesig, ja. Riesig. Genau. Genau. Gibt's noch in klein, aber ich sag mal, wer einmal die große gesehen hat, der möchte natürlich eher die große haben oder vielleicht sogar auch beide. Und dann ist man als Gastgeberin eigentlich immer sehr gut bedient, weil die große gibt's auch nur für Gastgeberinnen. Und ganz viele von meinen Gastgeberinnen entscheiden sich dann meistens nicht die große im Gastgeberangebot und die kleine dann gerne nochmal für Flammen oder zum halben Preis dazu. Und das ist dann traumhaft auf jeder Terrasse oder im Balkon oder auch im Innenraum. Super. Ja, das Regenbogenglas ist schon sensationell. Aber das ist auch, Melanie, so ein Produkt, das muss man sehen, finde ich. Ja, also wenn man das auf einer Abbildung sieht, also es muss schon sehr gut fotografiert sein. Die Mandy macht immer hier die weltbesten Fotos. Das muss man entweder so genial fotografieren oder man muss es live sehen, wie ganz viele von unseren Produkten. Ich finde auch, dass das schimmernde Facetten, das ist etwas, was man unbedingt sehen muss. Wobei ich sagen muss, dass der Fragrance Flame für mich für den Sommer nicht nur, dass es die Stechmücken und ungebetenen Gäste fernhält, sondern es sieht auch so schön aus. Ich liebe das einfach. Weil es einfach so einen tollen, gemütlichen Effekt hat, ja. So, ihr Lieben, ich danke euch. Es war so schön mit euch. Ich hoffe, ihr hattet ein ganz, ganz kleines bisschen Spaß. Und genau, Prost nochmal. Prost, danke dir. Ich fand es einfach nur richtig schön. Ich danke euch von Herzen. Danke dir. Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ja. Tschüss.